Katastrophe. Haben die alle rein? Vier Zylinder da drin, oder? Mhm. Ja, wir sind jetzt mit dem Speedcart heute echt gut dabei gewesen. Wir waren die letzten Tage und die letzten Wochen schon ein paar Mal auf den kleineren Strecken. Da waren wir echt noch ein bisschen hinten dran. Aber jetzt mit unserem Gewicht auf der Hinterachse, mit dem verlängerten Radstand, konnten wir echt gut vorne fahren. Auch gerade mit dem GSX R600 Motor. Der hat eine Top-Arbeit auf der Geraden gemacht. Bleib heil auf dem Bergring. Wie heißt du? Tobias Albers. Team Limitless. Wo kann man das nachher sehen oder finden? Hammerweich, aber hart gab es schon. Ja. Lenkung ist komplett umgebaut. Man braucht einen wesentlich weiteren Lenkeinschlag, um den Griffwinkel hinzukriegen. Ja. Das ist ja beim normalen Kart gar nicht gewollt. Ja, das stimmt. Wahnsinn, was da an Arbeitsstunden reingeht. Mhm. Entschuldigung. Asphalt will man nicht driften. Könnte man damit, ja, aber in der Regel ist es auf Asphalt. Fährt man eine saubere Linie, um schnell zu sein. Ja, genau. Da ist jeder Drift, kostet Zeit. Und hier ist das natürlich genau umgedreht. Ja. Im Untergrund ist Driften schneller. Ja, mal gucken, aber er bockt noch. Er läuft nicht rund. Könnt ihr irgendwo üben oder wo macht ihr das? Gar nicht. Ja. Einfach. Dann hier. Und deswegen, also mit dem Speedcard, alle drei Runden, alle auf dem ersten Platz. Es hätte nicht besser laufen können für uns. Wir sind super happy tatsächlich. Also wirklich ein wunderschönes Event. Dein Gesicht kenne ich auch noch. Wir haben ja auch in der alten Klasse früher noch bei euch gemacht und sowas. Genau, ich kann mich erinnern auf dem Hof. Ja. Da bin ich mir, glaube ich, jetzt gespannt, voll von rein. Maxi! Maxi! Beruhigt euch mal, ich bin dick. Maul ist groß. Ja, hast du aber langsam nicht erwähnt. Christine! Langsam aber auch, tut mir leid, komm noch dazu. Maxi! Da ist nichts drauf. Aber das war wild, nee, wir sind ja alle auf den Bahn gewesen, der hat Vollgas gegeben. Wir haben uns alle auf die Fresse gelegt. Ja, und jetzt sind das meine Haare. Hab ich jetzt auch mal